Einen wunderschönen guten Tag zurück auf der Bindelbach LS15. Eine neue Runde im Singleplayer. Ich bin gerade hier mal am Gülle schubsen, beziehungsweise die Gülle zu unserem Feldrandcontainer zu bringen. Da ist der Heumer, der steht. Den aktivieren wir jetzt gleich mal wieder. Und ja, dann werden wir hier mal schauen, dass wir die Gülle weiter aufs Feld bringen. Jetzt muss ich gerade mal gucken. Ja, da komme ich gar nicht rum. Das heißt, wir müssen da einmal am Ort entlang. Und dann hier rum. Einmal durch den Ort durch. Und wieder raus. Dann kommen wir dahin, wo wir hinwollen. Ja, und dann werden wir noch ein bisschen hier Gülle grubern. Mal schauen, wie weit wir da mit dem Feld kommen. Ich habe schon zeitweise überlegt, ob ich einen Helfer fahren lasse mit dem Holmer, aber das wird mit dem Vorgewende etwas schwierig. Deswegen machen wir das jetzt erstmal selber. Ja. Und dann gucken wir mal, wie wir da weitermachen. So, jetzt aber erstmal hier. Ja, nicht den Fendt erwischen. So, was war denn das für eine Taste? Taste. Überladen, ja. Gut. Und dann. Schade, dass da die Schläuche nicht funktionieren, beziehungsweise nicht angezeigt werden beim Überladen. Das wäre jetzt noch so eine coole Geschichte eigentlich, wenn das funktionieren würde. So, aber ja, ist leer. Und da können wir dann beim nächsten Mal noch ein bisschen Gülle vom Hof oben holen. Job, einmal da rein. Einmal hier Beleuchtung angeschmissen und den ersten hoch. GPS. Automatisch. Dann brauchen wir hier genau diese und GPS an. Und dann starten wir hier auch gleich wieder. Ja, haben wir schon eingeloggt, perfekt. Genau, dann läuft das nämlich hier. Im wahrsten Sinne des Wortes. Und ja, können wir hier nämlich gut vorwärts arbeiten. Das Ganze aber mal in Innenperspektive. Ja, ich denke, wir schaffen noch ein, zwei Bahnen. Ich hoffe, dass wir nochmal zurückkommen und nicht am anderen Ende vom Feld hier fertig werden. Das wäre jetzt etwas blöd. So, was war denn das jetzt wieder hier? Ja, das ist noch Hundegang. So, jetzt haben wir die richtige Lenkart oder eine Lenkart, eine andere. So, einmal hier wieder. Die brauchen wir und die brauchen wir und senken und los geht's. Ja, ist noch nicht so ganz drinnen, deswegen dauert das Wenden doch relativ lang. Könnt natürlich auch im Hundegang hier umdrehen. Aber das dauert in der Regel noch länger, weil er da so einen geringen Wendekreis nur hat. Und von dem her, ja, macht es Sinn, da auf die normale Lenkung umzuschalten, aber eben ohne Infopanel,
muss man dann doch ab und zu immer mal wieder nachschauen, was welche Lenkart man gerade drinnen hat. So, aber das schaut grundsätzlich mal ganz gut aus hier. Ja, wir werden jetzt die Nacht wahrscheinlich auch durcharbeiten. Ich werde da jetzt nicht großartig rumspulen. Also schauen wir mal, wie weit wir mit den Arbeiten kommen. Wenn. Jetzt probieren wir es trotzdem mal. Es macht keinen Sinn, hier mit Wendeschaltung umzudrehen. Mit Wendeschaltung, mit Hundegang hier umzudrehen. Das macht überhaupt keinen Sinn. Also mal so gar keinen. Von dem her. Bloß ein bisschen blöd gestanden, um schon den Hundegang einzuschalten. Naja. So, ja, je nachdem, wie weit wir hier mit den Arbeiten kommen, werden wir hier mal durcharbeiten. Weil kann dann sein, dass man vielleicht nicht jedes Detail sieht, aber ja, die Nacht gehört halt auch dazu. Und ja, manche Maschinen schauen ja doch ganz cool auch bei Nacht aus. Gerade wenn ich mir den hier so anschaue, ich finde den eigentlich ziemlich cool in der Nacht, wenn er seine Beleuchtung anhat hier. Das kann man schon mal so hier ablichten. So. Ja, 1000 Liter, ich glaube, da fahren wir jetzt dann auffüllen. Sonst wird ist nichts mehr und vor allem so sind wir wenigstens in der Nähe vom Fass. So. GPS, einmal Z, nochmal Z und dann klappt man den mal schnell zusammen hier. Ja, schade, dass das Rohr nicht animiert ist. Das ist echt schade. Und da fehlt dann doch noch ein bisschen was. So, einmal auffüllen hier. Wobei ein paar Jungs haben es ja sich irgendwie geöffnet, das ganze Set, und haben eben das Überladerohr hier oder Abtankrohr haben sie ja, sich animiert. Ich meine, die Möglichkeiten sind ja alle da. Es muss halt nur dann animiert werden. Und ich denke, das wäre jetzt theoretisch eigentlich nicht viel Arbeit gewesen, aber es macht natürlich performance-technisch ist es wieder ein bisschen mehr Abstriche und deswegen hat man das wohl dann nicht gemacht, was echt in dem Fall schade ist, weil es würde optisch ist wirklich rein optisch, aber gerade deswegen wird es natürlich echt was hermachen und wäre in dem Fall cool. Ja, nicht den Tank absetzen, das ist uncool. So. Ich wollte doch nur aufklappen. So, da. Dann düsen wir hier mal in die Spur. Sagen wir mal wieder. Und GPS aktivieren. Ganz hinten. Ja, ein bisschen schief hingefahren. Oh Gott. Das überlebt er schon. So. Na, sieht doch ganz gut aus. Auf jeden Fall dauert die ganze Geschichte hier ein bisschen. Das ist ja definitiv so. Vielleicht fahren wir es in der nächsten Folge mal eine Runde Schlauch auf dem Feld 32, überlege ich mir mal, dass wir da auch noch ein bisschen was drauf bringen auf das Feld. Und ja, dann gucken wir da mal weiter. Ja, andererseits, wie gesagt, das ist immer wieder das Thema im LS, wenn man hier ein Let's Play macht, dann kann es halt einfach auch sein, dass es mal 3, 4 Tage hintereinander dasselbe zu tun gibt.
Nur, ja, man merkt es halt dann immer an den Aufrufzahlen, wenn zu oft dasselbe kommt, dann interessiert es die Leute nicht mehr. Das kann ich auch nachvollziehen. Ich würde mir jetzt auch, glaube ich, nicht eine Woche lang hier Güllefahren anschauen. Aber andererseits ist es halt einfach so beim LS, dass man da immer wieder dieselben Tätigkeiten hat und das natürlich auch sich sehr oft wiederholt und dann auch zieht, weil wenn ihr euch das, ja, ich habe es ja schon mal gesagt, wenn ihr selber mal überlegt, wie lang ihr teilweise für, ja, zum Beispiel ein Felddreschen braucht, das ist halt nicht in 15 Minuten abgehandelt, sondern das dauert doch meistens ja, eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde, je nach Feldgröße. Und ja, da dann in dem Let's Play muss man natürlich da schon schauen, dass man ein bisschen Abwechslung reinbringt. Und das ist gar nicht mal so einfach immer, dass man eben da wirklich verschiedenen Content bringt, verschiedene Sachen immer wieder bringt. Deswegen, ja, kann es einfach auch mal passieren, dass eben ein, zwei Tage hintereinander dasselbe kommt. Aber es ist halt auch definitiv so dann, dass auch irgendwann wieder was anderes kommt. Und das ist ja doch beim LS relativ kurzweilig definitiv ist. Und von dem her, ja, kann man das, glaube ich, mal verschmerzen. So, das sollte passen hier. Nicht so weit drüben. Warte mal. Da stimmt irgendwas nicht. Ja, genau. Das habe ich mir doch fast gedacht. Hammer wieder die falsche Lenkart. Probieren wir mal die aus. Die sollte da besser funktionieren. So, einmal senken und gib ihm. Auf die Plätze, fertig, los. Ja, jetzt sind wir eh schon bei der Insel. Also, es geht schon vorwärts. So ist es nicht. Könnte schlimmer sein. Ich glaube, so die Bahnen zu fahren macht auch mehr Sinn als die kurzen von Süd nach Nord oder Nord nach Süd. Da macht irgendwie das West nach Ost mehr Sinn. Da kriegt man irgendwie doch längere Bahnen mit und braucht nicht so viel hin und her wenden. Das macht schon Sinn. So, jetzt werden wir da mal schauen, dann mit der Insel, dass wir die irgendwie halbwegs gekonnt, glaube ich, werden wir da gleich mal das Vorgewände ziehen um die Insel rum. Dass wir da nicht ins Gebüsch rein müssen. Und mal abgesehen davon dann auch da eventuell nicht so viel stehen lassen, was wir im Nachhinein nochmal bearbeiten müssen. Das ist so der Punkt an der Geschichte. So, einmal hier wieder drehen und so und senken und los geht's. Ja, da stand ich etwas schief jetzt. Da ist der Chop Straw wieder übrig geblieben. So, jetzt werden wir das hier mal. Jetzt muss ich mal kurz hier überlegen. So, ja, werden wir, glaube ich, die normale Lenkung mal reinschmeißen hier. Dass das Ganze. Ja. Okay. Da muss ich noch mal ran hier. Ich glaube, da stellen wir doch mal um auf die nur Frontlenkung. Das macht, glaube ich, mehr Sinn. Kann man doch
zielgerichteter mit dem Grover fahren, was man natürlich eigentlich hier eh nicht im Kreis macht, das mal abgesehen davon, aber ich mach das jetzt so. So, da haben wir jetzt, auf jeden Fall auch einen Haufen Gülle jetzt verschwendet eigentlich, weil wir hier doppelt und dreifach drüber fahren. Aber ja, das werden wir verschmerzen können. Mensch, schaffe ich es jetzt, dass ich hier alles mitnehme? Hm? Das wäre mal was. So. Jetzt aber. Gut. Haben wir das. Dann fahren wir erstmal wieder die Runde hier weiter. Ach, und meine Stimme. Meine Stimme gibt mal wieder auf, aber es macht nichts, weil die Folge ist nämlich auch zu Ende. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr morgen wieder dabei seid. Bis dahin. Ciao, ciao.